Wie ist Neujahr in Chaam, Thailand, beziehungsweise die Neujahrsfeier? Hallo Leute, das ist Mario aus Thailand. Und heute bin ich das erste Mal während der Neujahrsfeier am Chaam Beach. Ja, bis dort bin ich jedes Jahr immer nach Hua Hin gegangen, zum Strand. Hua Hin Beach war eigentlich mit dem großen Feuerwerk, das sie dort haben, immer so das Highlight in der Region. Die letzten Jahre war aber immer relativ viel los und für mich teilweise auch viel zu viel los. Auch die Verpflegung etc. war immer so ein bisschen ein Problem. Vor allem am Strand unten riesige Menschenmassen und dementsprechend dann halt auch sehr schwierig, was zu essen zu bekommen mit langen Wartezeiten. Thailand oder beziehungsweise Chaam Thailand ist ja bekannt für die geringe Distanz zwischen den ganzen Shops. Also man hat hier die Straße am Strand entlang, dann hat man hier Parkmöglichkeiten, übrigens kostenlos, und gleich weiter unten hat man die Möglichkeit, Liegestühle zu mieten. Ich kenne es wahrscheinlich auch aus meinen anderen Videos. Und dann halt das ganze Geschehen eins zu eins gerade dort miterleben am Strand mit Sitzgelegenheit, genügend Verpflegung und vor allem auch sehr, sehr günstig. Und das machen wir mal heute. Ich werde euch mal zeigen, wie das hier ausschaut und dann am Schluss auch, ob es sich lohnt, hier in Chaam Neujahr zu feiern. Ja, der Chaam Beach ist ja sehr, sehr lange. Und je nachdem, wie viel man hier möchte, also ein riesiges Menschenaufkommen, dann geht man ins Zentrum zum Hauptstrand oder wie wir jetzt ein bisschen außerhalb. Wir haben uns jetzt auch eine Location gesucht mit einem 7-Eleven. Die hat man hier auch so alle 100 Meter einen 7-Eleven. Es gibt überall Toiletten, das ist auch sehr wichtig. Auch gefühlt alle 50 Meter für 5 Bad kann man da auf die Toilette gehen oder auch duschen. Dann wichtig, es gibt sehr viele Parkplätze und ich habe es vorher gesagt, die Parkplätze sind kostenlos. Aktuell von der Zeit her ist so um die 21 Uhr, also wir sind noch etwas früher. Die Leute werden dann erst so langsam kommen. Hier unten sehen wir dann auch bereits schon die ganzen Liegestühle. Es wird hier auch schon reichlich Feuerwerk abgelassen. Normalerweise kosten diese, oder es sind eher Strandstühle, keine Liegestühle. Da kostet normalerweise ein Stuhl 30 Baht. Aber jetzt während Neujahr, Silvester, kosten die Stühle pro Person 40 Baht. Ein kleiner Aufschlag von 10 Baht. Da kann man absolut nichts sagen. Dann gehen wir mal schauen. Wir sind natürlich auch noch irgendwo. Mal schauen, ob ich unseren Platz hier wieder finde. Da ist Yui Eni und Günni ist auch am Start. Basti auch. Die machen es hier schon mal gemütlich. Ein kleines Aufwärmen. Und ja. So geht es hier runter zum Strand. Da muss ich jetzt etwas vorsichtig sein, weil hier haben wir Feuerwerk, das querbeet einfliegt. Also man hat hier auch die Möglichkeit, vorderste Reihe da zu sitzen. Ich glaube, ich gehe mal in die andere Richtung dann, weil da hinten ist es etwas heller. Feuerwerk wird hier übrigens auch überall am Strand verkauft. Auch gefühlt alle 50 Meter. Preise sind, finde ich, relativ hoch. Hier sieht man auch noch einen Verkäufer, der am Strand entlang läuft, oder eine Verkäuferin. Also da auch sehr viele. Da kommt mir auch gerade wieder einer entgegen, da mit diesem grünen Korb. Also wird wirklich, ich glaube, Feuerwerk hier ist ein Big Business. Da ist noch interessant, da hat sich irgendjemand so einen Kreis abgesteckt. Das ist auch noch speziell. Eine gute Idee. Ein paar Lichter da drumherum gelegt. Ein paar Musikboxen, Stühle. Also die Leute machen sich hier echt gemütlich. Es ist jetzt schon bald 22 Uhr. Die Stimmung ist sehr gut. Es strömen immer mehr Leute Richtung Strand. Die Parkplätze werden auch immer weniger.
Ich denke, es wird jetzt schon langsam schwieriger, was zu finden. Nochmals zur Erinnerung, wir befinden uns hier wirklich so gut wie am Ende des Strandes. Also wenn hier schon sozusagen fast alles voll ist, dann will ich nicht wissen, wie es am Hauptstrand vorne ausschaut. Aber ich würde sagen, wer hier gemütlich dann parken möchte, der soll so um 21 Uhr spätestens kommen. Und egal wo man sich befindet hier am Strand, die Straßenküchen, wo man für 30 bis 50 Baht Essen bekommt, die findet man hier überall. Also die fahren hier den ganzen Abend hin und her. Man kriegt die besten Köstlichkeiten günstig. Also hey, da gibt es wirklich fast kein Geld aus. Und das ist halt auch wieder mal sowas, was ich auch gerne zeige. Es geht auch günstig. Es muss jetzt nicht immer da irgendwie das Luxusrestaurant sein, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, sondern hier am Chaan Beach zu auserwählten Anlässen, wie eben auch Neujahr, muss ich sagen, ist absolut top hier. Mittlerweile muss ich sagen, ich bevorzuge sogar den Chaan Beach, den Hua Hin Beach während Neujahr. So Leute, filmen macht hungrig. Ich hole mir jetzt da so ein paar Isan-Würstchen. Die schauen sehr, sehr lecker aus. Mal schauen, ob ich dann da auch noch ein paar bekomme. Interessant da, wie sie sie mit der Schere schneidet. Normalerweise bestelle ich immer so Würstchen am Holz. Jetzt, da kann man sagen, wie viel das man will. Ich habe jetzt da 10 Würstchen. My pet. My also ask cup. Ich habe es gesagt ohne Soße, weil er mich gefragt hat, ob ich süß oder sauer möchte. Normalerweise, wie gesagt, sind sie ja meistens am Holz, aber hier kannst du sagen, wie viele Rollen das du willst. Bin echt gespannt, wie gut die schmecken, weil die kriegt man ja süß oder sauer. Aha, ich glaube, er hat gemeint, ob ich süße oder saure Würstchen möchte. Ja, egal, ich habe das jetzt nicht gerafft. Kopf und Kopf. So, schauen wir mal, was er mir gegeben hat. Ich habe es nicht gerafft. Ich glaube, er hat gemeint, süß oder saure Würstchen. Wow. Die sind echt gut. Schmeckt irgendwie komplett nach Bratwurst. Habe ich so nicht in Erinnerung. Normalerweise sind die eher so ein bisschen, ja, Isan-Würstchen-Geschmack halt, aber die schmecken wirklich fast wie Bratwurst. So, wir haben jetzt 23.30 Uhr am nördlichen Ende vom Chaan Beach. Wie man hier sehen kann, geht es hier schon langsam los. Der Strand ist hier im obersten Bereich noch relativ gut begehbar, während vorne im Zentrum schon extrem viele Leute sind. Auch sehr eindrücklich sind diese Leuchtlaternen, Feuer, wie man sie auch immer nennen mag, die da hochsteigen. Das ist eine richtige Wand, die da hochgeht. Kommt wahrscheinlich im Video auch nicht mal so extrem rüber. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, Chaan kann da locker mit Hua Hin mithalten. Es wird hier wahrscheinlich kein Feuerwerk geben, das von der Stadt gesponsert ist, wie in Hua Hin. Ich denke, das werden hier mehrheitlich die Hotels sein, die dann hier um Mitternacht loslegen. Aber auch das werde ich zeigen. Noch etwa 30 Minuten, dann geht es hier los. So Leute, es ist 5:05 und es ist noch sehr speziell hier, das wiegelt sich jetzt auf, dass dann wahrscheinlich um Mitternacht das ganz große Feuerwerk abgeht, aber es ist so wie ein kleiner Countdown, so alle 2-3 Minuten kommt noch mehr Feuerwerk, noch mehr und wahrscheinlich so um 12 Uhr, also in ein paar wenigen Minuten geht es hier voll ab. Aber also wie gesagt, zu Beginn des Videos, es ist ja mein erstes Mal hier am Chaan Beach.
Und ja, absolut genial. Also ich werde wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder hierher kommen. Auch kulinarisch will ich das noch schnell gesagt haben. Einfach viel, viel besser hier als in Hua Hin. Mit dem, was man hier am Strand bekommt. Und auch die Atmosphäre ist sehr gechillt. So, hoffen wir, dass es zu keinen Unfällen kommt, denn es gibt hier schon einige Querschläge. Bald werdet ihr mich auch nicht mehr hören. Wir haben es gleich auch Mitternacht. Unkommentiert werde ich dann noch draufhalten, wenn 12 Uhr ist. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt schon ein frohes neues Jahr, dass eure Wünsche in Erfüllung geht, eure Vorsätze etc. Bleibt gesund und Grüße natürlich wie immer aus dem wunderschönen Thailand mit diesem Neujahrsfeuerwerk hier am Cha Am Beach. Das war eine Explosion am Boden. Hoffentlich gab es keine Verletzten, aber leider auch alle Jahre zu sehen. Einfach nur crazy.